Joe Margaiter, welche Ski hast du da heute bitte? Ja, das sind die modernen Fasseldown. Das ist jetzt sozusagen die Alternative zum Snowboard. Das sind zwei Snowboards auf die Haxen. Morgen, herzlich willkommen. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben spuren müssen. Wir fahren jetzt gleich runter und fahren dann rauf auf den Berlinkopf. Und von dem fahren wir dann hinten ab und gehen, ich hoffe mittlerweile dauert es noch eine halbe Stunde, beim ersten Mal war es eine Stunde ungefähr, auf den Valgrunda rauf. Ist eine sehr schöne Abfahrt. Wie ist der Aufstieg, Sveti? Aufstieg kriminell, feinmäßig, super geiles Wetter. Aufstieg geht jetzt 20-25 Minuten. Schnee super. Und wir haben unterfahren, sind die allerbesten auf der Welt. So, Mädels, wie ist der Aufstieg? Geil. Etwas anstrengend, aber es zahlt sich aus. Gewaltig. So geil. Es war jetzt eigentlich reines Glück, dass ich da heil runtergekommen bin, weil durch Zufall mir niemand aufgesprungen ist von hinten. Also abgesehen davon, dass es wirklich sehr gefährlich ist, aber man weiß ja, dass es nicht eine Gmadewiesen ist. Ne? Was veranlasst dann, dass man das fährt? Ja, es ist halt an sich immer eine lustige Sache. Ich bin jetzt das dritte Mal dabei und es war immer eine extrem hetzige Geschichte halt mit den vielen Leuten. Und, ja. Risk and fun oder kann man es ein bisschen minimieren? Es kann jeder für sich entscheiden, was er macht, aber Wenn man vor dabei sein will, dann muss man ziemlich viel riskieren, ja. Ich bin da ziemlich weit vorn mitgefahren, mit den breiten Ski habe ich ein bisschen einen Vorteil gehabt und bin, glaube ich, als Fünfter oder Sechster in die Gruppe gekupft. Das war insofern ja, ein Fehler, den man selber macht natürlich. Man müsste, wenn man nicht sieht, wohin es geht, das Tempo ein bisschen rausnehmen. Und leider eben haben sich da einige verletzt. Das ist natürlich immer schon ein bitterer Beigeschmack. Aber was ich so beurteilen kann, wächst das alles wieder zusammen und werden viele wieder dabei sein nächstes Mal. Naja, jetzt haben wir da eine gröbere Hubschrauberbergung gehabt, weil mehrere Leute in den Graben eingesprungen sind. Und ich hoffe, dass nicht viel passiert ist. Nachdem wir jetzt 10 Jahre Inferno ohne Verletzungen gehabt haben, ist das jetzt eher bitter, dass wir beim 10. Inferno gleich mehrere Hubschrauberbergungen haben. Ja. Ja, wie geht's weiter? Was planst du? Jetzt fahren die Snowboarder mal. Wir haben die Strecken umgebaut, da wo der Graben ist, der ist umgesteckt worden. Und jetzt soll es eigentlich ein normaler Lauf sein, hoffe ich.
Das war geil, also wir sind Snowboard gerade runtergekommen. Bin als Zweiter ins Ziel, leider habe ich den Ball nicht gebracht, aber geil, Dritter, passt gut. Hast du das genauso vorgestellt oder noch ärger? Oder nicht so eigentlich? Schlimmer, weil ich mir gedacht habe, das Wetter ist schlecht, der Schnee schaut auch nicht so super her. Aber es hat alles zusammengepasst heute, die Leute sind super drauf. Echt alles lockere Leute, super Verhältnisse. Nein, was will man mehr? Genial einfach gleich. Das Wetter lacht und der Wetterbericht in der Schweiz war nicht so gut und die gute Piste hier, das hat uns wirklich Freude gemacht. Schön, wenn man so einen verrückten Vater hat. Ja, super. Wie geht's deinem Kumpel? Ja, es geht ihm dementsprechend jetzt gut. Also er hat Rückenverletzungen und am Arm hat er sich verletzt, aber die Rückenverletzungen, er kann einmal alles bewegen. Er spürt seine Beine und alles. Also, es ist halt Snowboardfahren, es ist ein gefährlicher Sport, der Contest, aber mit dem muss einfach jeder rechnen. Und bei dem schönen Wetter und alles denkt niemand, dass so ein Unfall passiert. Also es war Pech. Und auf dem ersten Platz ist der Leo Rauch. Es war ziemlich heftig, aber zum Glück verletzungsfrei überstanden. Und ich hoffe, dass die Jungs, was man mit dem Hubschrauber heute abtransportiert hat, dass es denen bald besser geht. Warum fährt man eigentlich so ein verrücktes Rennen? Irgendwo die Spannung und die richtige Line muss man erwischen und das Ganze rundherum und das Festel nachher. Aus Deutschland, der Matthias Jorda! Erste Mal da gefahren? Yep. Also gleich gewinnen, wie geht das? Keine Ahnung. Runtergefahren, Gas geben, Bierli vorher getrunken, fertig.